Hallo und herzlich willkommen zusammen heute zu einer neuen Folge. Heute geht es mal wieder um den Kia e-Niro. Den habe ich ja vor einigen Tagen besichtigt und ja, fahren konnte ich damit noch nicht, weil er noch nicht zugelassen ist. Ist halt ein Ausstellungsstück. Und ich möchte halt mal so meinen Eindruck über dieses Auto euch heute mal so ein bisschen ja, berichten oder darüber erzählen, was ich für Eindrücke gemacht habe oder erfahren habe über dieses Auto. Ja, vorab möchte ich mich erstmal bedanken bei KD Schmitz, dem Elektromobilitätsberater hier aus Berlin und dem Autohaus Kia Dinebier, die mir das halt ermöglicht haben, dieses Auto vorab schon mal zu besichtigen. Und ja, da wird mit Sicherheit noch ein bisschen was folgen an Testfahrten beispielsweise und an Videos. Und ja, ich möchte jetzt ganz einfach mal damit anfangen und euch so ein bisschen was über das Auto erzählen, ein paar Bilder einblenden dabei. Und ja, vorab erstmal, es ist oder es handelt sich bei dem Ausstellungsstück um einen Kia e-Niro in der Top-Ausstattung Spirit mit dem 150 kW und 204 PS starken Motor, der 395 Newtonmeter Drehmoment hat. Und mit dem 64 Kilowattstunden großen Akkupaket, was immerhin 453 Kilo auf die Waage bringt. Ja, der Grundpreis des Fahrzeuges beträgt in der Ausstattungsvariante, so wie er da stand, halt 44.790 Euro. Dazu hat er noch die Graffiti oder Griffith Metallic Lackierung für 590 Euro. Dann noch das Lederpaket, fand ich sehr angenehm, komme ich aber später noch zu. Das kostet 1.490 Euro. Dann das elektrische Glasschiebedach, 600 Euro, macht einen Gesamtpreis, so wie der Wagen da stand, von 47.470 Euro laut Liste. Ja, wenn wir gerade mal bei den Preisen sind, vielleicht mal so ein kleiner Vergleich. Wenn wir jetzt einfach nur die Grundpreise nehmen von den Fahrzeugen in der Edition 7, das ist halt so die Grundausstattung. Und grundsätzlich gibt es alle Ausstattungslinien mit beiden Motorisierungen, mit beiden Akkupaketen. Und da fangen wir halt an mit der Edition 7 mit dem 100 kW Motor und 39,2 Kilowattstunden. Da haben wir einen Grundpreis von 34.290 Euro. Nehmen wir den größeren Motor und den größeren Akku, dann sind wir bei 38.090 Euro. Die Vision-Version oder Vision-Variante, die kostet dann in der kleinen Variante 37.290 Euro und in der großen 41.790 Euro. Die Spirit-Version ist halt ja, sozusagen volle Hütte mit ein bisschen Ausstattung, kommt dann noch oben drauf, hat man dann wirklich volle Hütte. Da sind wir bei 40.290 Euro und 44.790 Euro. Was gibt es noch dazu, was man noch dazu buchen kann? Da gibt es halt fünf Pakete, die man zubuchen kann. Je nachdem, welche Version man kauft, also welche Ausstattungslinie, kommt da halt noch was dazu. Ich blende das hier einfach mal ein. Ich möchte jetzt nicht großartig auf jede Version einzeln drauf eingehen, sondern eigentlich nur auf das Modell, was ich mir dort angesehen habe. Und da haben wir halt, was ich schon erwähnt habe, das Paket 4 oder P4 Lederpaket. Da ist halt die Lederausstattung mit Sitzkontaktflächen in Echtledersitzheizung hinten. Das sind die Sitzflächen, äußere Sitze, aber nur nicht die Lehnen. Sitzventilation vorne, Tasche an den Rücklehnen des Fahrersitzes, elektrische Sitzverstellung vorne mit Memory und elektrische Lendenwirbelstütze für den Fahrersitz. Also die elektrische Sitzverstellung vorne mit Memory, das ist halt auch nur für den Fahrersitz. Also das ist hier so ein bisschen, kann man das missverstehen, dass beide Sitze vorne elektrisch verstellbar sind. Es ist aber nur der Fahrersitz elektrisch verstellbar. So, hinzu kam dann halt noch das Glasschiebedach.
Das kostet nochmal 600 Euro. Das wäre P5-Ausstattung, also das Paket 5. Und die Lackierung, Graffiti, nee, wie heißt das hier nochmal? Graphit, Metallic, die 590 Euro. Sieht optisch wirklich sehr schön aus. Also im Autohaus ist das immer so ein bisschen schlecht zu sagen. Also ich habe da auch ein bisschen Lichtprobleme gehabt, weil halt von oben kommt die geballte Ladung von Scheinwerfern und was da für Lampen verbaut waren in dem Autohaus. Also es war wirklich sehr hell ausgeleuchtet, hat aber den Nachteil, wenn man im Auto sitzt, ist es unwahrscheinlich dunkel da drin. Da war dann wieder das Schiebedach von Vorteil, das habe ich dann aufgemacht und habe wenigstens ein bisschen Licht vorne drin gehabt. Aber das gibt sich halt, wenn ich damit Probefahrt mache, dann hat man halt Tageslicht, das ist nochmal eine ganz andere Wirkung. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Auto. Wie hat mir das gefallen? Also von außen gefällt mir das Auto wirklich sehr gut. Es ist nicht so wuchtig. Also sagen ja immer viele Leute, es wäre ein SUV. Okay, jetzt stehe ich mit meinen 2 Metern daneben und sage, es ist ja vielleicht ein etwas höher wirkender Kombi. Wobei es auch kein richtiger Kombi ist, weil da fehlt eigentlich hinten das Heck für. Aber er ist halt, ich sag mal, es ist eine. Schon eine Gestalt da, also eine Erscheinung, eine massige Erscheinung, aber halt nicht so ein wuchtiges Teil wie so manch ein Geländewagen oder SUV, den man sonst so hier in der Stadt rumkreuchen sieht. Und er ist halt, ich sag's mal so, er wirkt auch sehr massig, weil er natürlich unterm Fahrzeugboden hat er das Akkupaket zu hängen. Und das Ganze geht natürlich auch in die Höhe mit. Das heißt, wenn ich unten eine gewisse Bodenfreiheit haben will, und habe aber den Akku noch da drunter, dann geht das Ganze nach oben weiter. Und das merkt man auch, wenn man in den Wagen reinschaut. Man hat halt im Verhältnis zu den anderen Fahrzeugen ohne Elektroantrieb hat man halt nicht so einen tiefen Fahrzeugboden im Innenraum. Also der Fußraum, der ist flacher. Das fällt auf, wenn man einfach mal die Höhenunterschiede vergleicht. Wenn man den Schweller hat, die Einstiegsleiste, den Schweller und dann runter geht bis zum Fußboden, das ist nicht so hoch. Beim Hybrid ist da ein bisschen mehr Platz. Das sieht man auch ganz besonders beim Kia Soul EV. Da fällt das sehr auf. Da geht es beim normalen Verbrenner richtig tief runter und bei der Elektrovariante fehlen ein paar Zentimeter. Das ist halt der Tatsache oder ja doch der Tatsache geschuldet, dass das Akkupaket da drunter hängt und man dadurch den Fahrzeugboden so ein bisschen in den Innenraum rein verlegt hat. Das fällt halt auf, wenn man sich das Auto anguckt. Man hat halt irgendwo eine massige Erscheinung, aber innen drin ist gar nicht so viel Platz, sage ich mal. Also ich sehe das Auto natürlich mit meiner Größe etwas anders wie jetzt jemand. Der, sage ich mal, mit 1,80 Meter daran kommt. Ne? Der hat also 20 cm mehr Platz und die fehlen mir auch. Was mir sehr gut gefallen hat, die Türen gehen unwahrscheinlich weit auf. Also ich will nicht sagen, dass es 90 Grad ist, aber irgendwie sowas Richtung 80 Grad wird das schon sein. Also man hat halt dadurch einen sehr bequemen Einstieg. Auch hinten, da ist es dann halt immer so mit dem Radlauf, muss man aufpassen, dass man da noch reinkommt. Und das war bei dem Wagen wirklich sehr schön gelöst, dadurch, dass die Türen unwahrscheinlich weit aufgingen. Das gleiche auch mit der Heckklappe, wo ich also bei vielen Autos das Problem habe, dass man da eigentlich sehr schnell entgegenknallt. Die geht unwahrscheinlich weit auf. Also ich kann da nicht drunter stehen, aber es ist von der Haptik her oder von der Bedienbarkeit vielmehr. Wenn ich jetzt in den Laderaum rein will und da was reinstellen will, eine Kiste Wasser oder sowas beispielsweise oder einen Koffer, wie auch immer, ich knall da nicht gleich gegen die Heckklappe gegen und muss so erstmal unter der Heckklappe drunter durchkrabbeln, so ungefähr, sondern sie öffnet wirklich sehr schön weit hoch. Das hat mir sehr gut gefallen. Was mir auch, weil wir gerade hinten sind, fangen wir mal hinten an mit dem Auto, sehr gut gefallen hat und wo ich auch sagen muss, da gibt es einen himmelweiten Unterschied zwischen dem Hyundai Kona Electric und dem Kia e-Niro also dem elektrischen Kia Niro. Die Materialanmutung ist ganz anders. Der Laderaumboden, da ist ein richtig festes, ich weiß nicht, ob das ein Holzbrett ist oder so, was dann bezogen wurde, aber es ist was richtig Kräftiges, Festes. Und was ich beim Hyundai Kona auch bemängelt habe, das ist beispielsweise, dass auf dem Laderaumbodenbrett sind die Fazurösen festgemacht. Und das sind auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das Kunststoff ist oder ob das doch Metall ist, wirkt alles sehr billig.
Und im e-Niro ist das wirklich so, dass die Verzurrösen am Fahrzeugboden verschraubt sind. Das heißt, da kann ich die Bank umklappen, kann da jetzt beispielsweise irgendeine schwere Kiste reinladen, kann Zurgurte nehmen und das alles verzurren. Und da rutscht nichts durch die Gegend, auch wenn ich eine Vollbremsung machen muss. Dann bleibt das alles am Ort. Und nicht so wie im Hyundai Kona, wo ich also immer das Gefühl habe, wenn ich da einmal zu doll über eine Bodenwelle fahre, dann wippt halt die ganze Ladung hinten samt Bodenblech oder Bodenabdeckung halt einmal hoch und springt durch die Gegend. Also das finde ich da nicht so toll. Und ich sag mal, das kostet nicht mehr Geld, wenn ich da mal irgendwie zwei Schrauben ins Bodenblech reinschraube, beziehungsweise in die Längsträger reinsetze oder wo auch immer, wo man eine feste Verankerung hat. Das ist halt beim Kona, finde ich, das also wirklich billig gemacht. Ja, die ganze Anmutung selbst finde ich im Innenraum, finde ich im e-Niro viel hochwertiger. Ob das jetzt diese Hochglanzoptik ist, diese Klavierlackoptik, die ja viele Leute schon bemängeln, weil die mittlerweile überall zu sehen ist. Aber im Zusammenspiel mit dieser ganzen Türverkleidung oder auch vorne jetzt im Armaturenbrett gesehen, so diesem Bereich oder auch der Mittelkonsole, wo halt der Gangwheelschalter ist, da finde ich die Anmutung, es passt einfach. Es ist nicht so, dass es billig wirkt, sondern durch die Art und Weise, wie es gestaltet ist, vom Design her und von der Aufmachung her, finde ich das wirklich eine sehr schön gelungene Lösung von dem Ganzen. Was mir noch im Kofferraum gefallen hat, wo der Hyundai Kona überhaupt nicht mitkommt, das ist die Laderaumabdeckung, die ist halt e-Niro ein Rollo. Und so wie wir es aus dem Hyundai Ioniq auch kennen, kann man dieses Rollo unter dem Laderaumboden verstauen. Da ist extra eine Aussparung in dieser Styroporbox drin. Und dann kann man das Ding von einer Seite in die andere reinfädeln. Muss nur rechts vorher so eine kleine Abdeckung abnehmen. Das ist aber wirklich ein hochwertiges Material. Also man hat da nicht das Gefühl, wenn ich das drei, vier mache, dann sind die Zapfen da abgebrochen oder so. Nee, das ist wirklich was Stabiles, was die da gebaut haben. Richtig dick. Also es ist so eine dicke Kunststoffabdeckung, die da drin ist. Und ich habe so das Gefühl, das hält auch lange. Also das ist nicht so ein Billigkram, wo man sagt, das mache ich zweimal und dann sind die Nasen und die Zapfen abgebrochen, dann war es das. Insofern ist dieses Auto wirklich ein sehr hochwertiges Auto. Man kann das dann halt, wie gesagt, diese Laderaumabdeckung da rein legen, macht diese Abdeckung da wieder drauf, steckt die wieder drauf, klappt den Boden wieder zurück, kann die Bank umklappen und hat also bis auf die leichte Neigung der umgelegten Rücksitzlehnen wirklich einen riesengroßen Kofferraum. Ist halt nicht so eben wie jetzt bei früheren Kombis, wo man wirklich erst die Bank vorgeklappt hat, dann die Lehne reingeklappt hat, wo man dann wirklich eine ebene Fläche hatte. Das hat man da nicht. Da ist halt immer so eine kleine Steigung drin, weil man wirklich nur die Lehne auf die Bank vorklappt. Und dadurch hat man halt eine leichte Schräge drin. Finde ich aber nicht so schlimm, weil wie oft braucht man das wirklich, dass man was Großes, Sperriges transportiert, was in einem Stück ist? Meistens ist es doch so, man hat mehrere kleine Sachen oder viele kleine Sachen, die man da reinschiebt. Ob das Koffer sind oder ob das große Taschen sind oder Säcke sind. Ne, da fällt das nicht so auf, wenn die Fläche nicht so ganz eben ist. Und ja, was ist mir noch aufgefallen? Einmal so nochmal aufs Äußere zu gehen, was ich sehr positiv finde, ist, dass es ein Nasenlader ist, also dass der vorne in der Schnauze halt den Ladeanschluss hat. Das finde ich sehr praktisch. Also jeder, der bei IKEA mal rückwärts einparken musste und dann mit den Einkaufswagen voll mit Möbeln ankam, der weiß, wie doof das ist, wenn man erstmal das Auto rausfahren muss, um dann überhaupt einladen zu können. Und auch generell finde ich es praktischer, vorwärts ranzufahren an eine Ladesäule. Es ist, finde ich, einfacher. Für die meisten Leute einfacher als rückwärts reinzufahren. Jetzt kommen wieder so Kommentare von wegen, ja, du musst aber rückwärts rausfahren, ist genauso schlimm und das in den fließenden Verkehr. Das ist vorwärts wie rückwärts doof. Also von daher bietet halt die Spirit-Variante des Kia e-Niro sogar noch ein Paket, das ist nämlich, oder vielmehr ein Paket, ein Ausstattungsdetail, das ist der Querverkehrwarner. Und der einen davor warnt halt, wirklich dann in den fließenden Verkehr rauszufahren. Da gibt es dann halt immer noch so Sachen, wo man sagen kann, okay, da muss man jetzt nicht so drauf achten. Der nächste Punkt, der mir gefallen hat, ist, wenn man sich vorne reinsetzt in den Wagen, gerade mit meiner Größe, man kann das Lenkrad verstellen, man kann es rausziehen, man kann es reinschieben, man kann es rauf und runter stellen. Und es ist alles massiv, da klappert nichts oder so, da quietscht auch nichts und es funktioniert alles super praktisch und ist wirklich toll einzustellen.
Dazu die elektrische Sitzverstellung des Fahrersitzes fand ich sehr angenehm in dieser Variante mit dem Sitzpaket, also mit den elektrischen Sitzen. Entschuldigung. Mit Memory-Funktion hat man sogar noch diese Komforteinstellung. Das heißt, wenn ich das Fahrzeug abstelle und ich mache die Tür auf, fährt der Sitz nach hinten, dass ich bequemer aussteigen kann. Mache ich die Tür wieder zu, fährt der Sitz wieder nach vorne. Will ich dann wieder einsteigen, mache die Tür auf, fährt er wieder nach hinten. Ich steige ein, mache die Tür zu, fährt er wieder nach vorne in die letzte Position, die drin war. Das hat in meinen Augen allerdings einen gravierenden Nachteil. Wenn ich drin sitze und der Sitz nach hinten fährt, dann sollte da tunlichst keiner mehr hinter mir sitzen, weil der muss ganz schnell in Deckung gehen, weil da ist dann nicht mehr viel Platz zwischen Sitzbank und Sitz. Das ist auch der nächste Nachteil. Also zwei Nachteile hat dieses Auto. Zum einen in Verbindung mit dem Schiebedach. Ich habe nicht wirklich viel Platz zum Dach. Also da sind vielleicht noch Fingerbreit, mehr ist das nicht. Und das auch nur, wenn der Sitz ganz unten ist und der Sitz ist nicht unbequem. Also der Sitz ist wirklich super. Nur halt die Kopffreiheit ist dementsprechend ein wenig eingeengt. Ich kann da wirklich sehr bequem drin sitzen. Hab allerdings in dem Moment, wo halt von oben sehr viel Licht reinkam, unten halt ein Schatten entsteht, war mir das Auto innen drin zu dunkel. Also ich würde wahrscheinlich eher um die Räumlichkeit dieses Autos, und es ist wirklich innen drin riesengroß, würde ich wahrscheinlich eher die graue Lederausstattung nehmen oder Innenausstattung nehmen als die schwarze, weil das einfach mehr Raumgefühl gibt. Also man hat mit einer hellen Inneneinrichtung hat man einfach mehr das Gefühl, man sitzt in einem großen Raum drin. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, das wäre nicht so ganz das Ding. Ich würde eventuell auch das Schiebedach nicht nehmen, wobei ich das wirklich sehr schön finde. Es ist doch ein recht großes. Nicht so eine schmale Luke wie bei manch ein anderes Auto. Und man hat auch diesen Vorhang, es hat ein Glasschiebedach, man hat halt diese Abdeckung, die man vorziehen kann, dass man dann auch wirklich, wenn die Sonne drauf knallt, nicht unter der Sonne sitzen muss, sondern halt so einen Sichtschutz vorziehen kann. Man kann das Dach aufstellen oder komplett nach hinten fahren. Das ist alles kein Problem. Wenn ich jetzt aber halt sehe, dass ich da mit meinen gut 2 Meter da wirklich Probleme drin habe, überhaupt richtig zu sitzen, von der Kopffreiheit her, das ein bisschen eingeengt fühle, dann nützt mir das Schiebedach auch nichts. Während der Fahrt würde ich es nicht aufmachen, weil das einfach direkt am Kopf zieht und das ist unangenehm. Das kenne ich schon von anderen Autos, deswegen war ich immer gegen Schiebedächer. Da finde ich beispielsweise vom aktuellen Kia Soul EV das Glaspanoramadach viel besser. Das ist so wie beim Tesla Model S. Das ist halt ein Topslider, es fährt nach außen hoch und fährt oben auf dem Dach nach hinten. Das nimmt keinen Platz im Innenraum weg oder nur ganz minimal an den Seiten, aber halt an solches als Kopffreiheit hat man keinen Verlust. Jetzt der Test. Traue ich hier gerade die Tür nicht so ganz aufzumachen, aber gucken wir mal, wie wir hier hinten drin sitzen. Der Sitz ist jetzt vorne auf mich eingestellt. Sag mal, ich sitze hier hinten, ja, ein bisschen eng am Kopf. Aber ansonsten mega Hammer geil vom Platzverhältnis. Ich gehe jetzt mal die Tür zu machen. Ja. Sagen wir es aber so, lange Strecken vielleicht nicht, aber ansonsten, da hat er den Schalter, man kann ja doch Licht anmachen. Ansonsten wirklich ein relativ bequemes Auto, was natürlich wieder auffällt hier unten. Man sitzt wirklich zu tief, also die Sitzauflage müsste ein Tick höher sein vorne. Ansonsten sind die Sitze sehr bequem, muss man mal ganz neidisch sagen. Natürlich bei meiner Größe, also das ist schon ein wenig eng hier. Also bequem zu viert fahren, ja, fünft wird ein wenig. Ich zeig das mal mit der. Ups, muss einmal wechseln. Zu fünft ist es denn vielleicht doch schon ein wenig enger. Ist wirklich viel Raum, viel Platz. Man sieht es aber schon an der Kopfstütze, wenn ich die hier sehe. Die habe ich halt auf mich eingestellt, den Sitz vorne. Ist schon eng. Für große Leute wird es hier echt eng. Also meine Empfehlung ist da dann doch
Gerade wie ich das hier hinten sehe, ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera jetzt draufkriegt. Ja, nicht so ganz, da fehlt das Licht. Hier ist eine Stufe drin, die ist ja, ungefähr 5 cm. Den Platz hätte ich gerne noch vorne als Kopffreiheit. Also ich würde den wahrscheinlich ohne Schiebedach nehmen. Da macht das Ganze mehr Sinn, als jetzt den Wagen mit Schiebedach zu nehmen und sich oben andauernd die Ömme zu hauen. Ansonsten sehr interessant. Hier unten sehe ich gerade noch was. Ich weiß nicht, ob das mit der Kamera so aufgeht. Hier haben wir tatsächlich noch eine Steckdose mit Kindersicherung. Lüftung für hinten gibt es beim Kona auch nicht, was ich ein bisschen schade finde. Wenn man so ein Auto neu entwickelt, kann man das eigentlich machen. Was ich auch schön finde, hier sind diese, ich mach mal die Tür auf und hoffe, wir sehen mehr Licht rein. Hier sind diese Sitznetze auch noch dran, dass man Karten reinpacken kann oder irgendwie was zu lesen oder so. Kleinkram. Wirklich ein sehr gelungenes Auto. Ansonsten sind die Sitze selbst super komfortabel. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man da sehr lange Strecken drauf fahren kann. Sehr praktisches Auto. Man kann die Lehne hinten dreigeteilt oder ein Drittel, zwei Drittel umklappen. Hat eine Mittelarmlehne mit einem Getränkehalter. Das kennt ihr aber schon alles. Ich habe ein bisschen mit dem Modi vorne mal rumgespielt, bin da mal durchgegangen, habe mal geguckt, was der halt für eine Kilometerleistung hat. Das blende ich hier auch alles nochmal ein, könnt ihr ablesen. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Der Wagen ist auch, waren 16 oder 19 Kilometer gefahren. Also insofern sollte man diese Kilometerangabe jetzt noch nicht für bare Münze nehmen. Ich glaube, man muss damit erstmal so 100 Kilometer gefahren sein, damit er überhaupt einen vernünftigen Durchschnitt ausrechnen kann, wie man denn so gerade gefahren ist und dementsprechend halt anzeigt, wie die Restreichweite ist. Ansonsten, es waren, glaube ich, 464 Kilometer drauf oder 454, ich weiß, wie gesagt, gerade aus dem Kopf nicht. Ich habe es aber hier eingeblendet. Und das finde ich eine beachtliche Reichweite für ein so großes Auto. Und das muss man halt immer mit in Betracht ziehen, weil wer fährt schon so große Strecken? Und der Clou ist ja wirklich, jetzt gerade dieses Modell mit der großen Ausstattung, mit dem 150 kW Motor, mit dem 64 Kilowattstunden Akku, der kommt ja auf eine Reichweite im Stadtbetrieb auf 615 Kilometer durch dieses Gewicht, durch diese Masse und der Rekuperation, die halt Masse als Vorteil sieht. Das darf man immer nicht vergessen. Also je größer die Masse ist, desto größer ist auch die Rekuperationsmöglichkeit. Fahre ich ein leichtes Auto mit einer hohen Kilowattleistung vom Motor her, habe ich trotzdem nicht die große Rekuperationsmöglichkeit, weil das Auto zu leicht ist. Haue ich da aber mehr Gewicht rein oder noch einen Hänger dran, der nicht gebremst ist, dann kommt so richtig die Rekuperation zum Vorschein. Da gab es auch im letzten Jahr mal irgendein Vergleichstest, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es war, wo man halt einmal irgendwie drei oder vier verschiedene Elektroautos getestet hat, die leer gefahren hat, also ohne Zuladung und dann nochmal mit Zuladung. Und man hat halt festgestellt, die Zuladung bringt wirklich Gewinn im Stadtverkehr, wenn man halt immer wieder abbremsen muss. Dann nutzt man halt die Rekuperation und braucht da gar nicht mal so die Fahrzeugbremse. Ja, was ist mir noch aufgefallen an den Wagen? Wie gesagt, die Verarbeitung habe ich schon gesagt, wirklich sehr hochwertig, sehr sauber. Da ist nichts irgendwie am Klappern, an Knarren oder sonst irgendwie. Okay, kann man jetzt sagen, ist ein Neuwagen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch lange hält, was da drin verbaut ist. Ich meine, das Auto hat ja auch einen dementsprechend hohen Preis, also da kauft man halt nichts billig an. Ja, es gibt noch ein paar Neuigkeiten, die ich euch jetzt auch nicht vorenthalten möchte. Allerdings mache es so, ich werde jetzt hier noch ein kleines Video dazu einblenden. Und nebenbei habt ihr eh schon so ein paar Aufnahmen gesehen, die ich vom Auto gemacht habe. Und mit dem KD habe ich mich dann noch unterhalten. Und für alle Kia Soul EV-Fans, jetzt kommt hier eine Nachricht, die euch wahrscheinlich jubeln lässt. Die erzähle ich aber nicht, oder die werde nicht ich erzählen, sondern die wird euch KD erzählen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, weil das ist gerade so ein schönes Ende für dieses Video. Und ich denke, das ist jetzt auch schon lange genug gewesen, das Video. Und das nächste Video, da werde ich ein Interview mit KD machen, dem E-Mobilitätsberater hier aus Berlin.
Und würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschaut, weil er hat interessante Informationen für euch. Also einfach mal einschalten beim nächsten Video und bis dahin wünsche ich euch erst noch viel Spaß mit dem Ende von diesem Video. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Das ist natürlich praktisch mitten im Laden mit dem Auto fahren, ne? Wo kann man das schon beim Einkaufen? Man könnte jetzt den hier auch noch für vorne aktivieren. Ne? Boah, da müsste eigentlich immer gehen. Nee. Nur wenn du beim Rangieren vorher im Rückwärtsgang warst. Genau. Jetzt ist er beleidigt. Schnell oder was? Bim, bim, bim. Das Geschnurpse finde ich immer schön. Ja. So, das passt doch. Neben dem Soul EV. Hervorragend. Da steht ein EV? Nein, das ist kein EV. Da vorne steht, ich kann dir gleich zeigen. Wir haben einen EV hier. Haben wir auch noch einen? Den neuen, aber den alten, klar. Den alten. Wann kommt der neue? Ja, ich weiß es. Reden wir mal ein andermal drüber. Ja. Schneller als wir denken. Also doch schon so, wie ich das gehört habe aus L.A. Ja? Ich habe jetzt gehört, können wir ruhig sagen. Man hat uns gesagt, die Einführung ist beide auf einmal. Würde heißen April beim Händler. Genau, und in L.A. hieß es, die dürfen jetzt in Amerika schon bestellen, ab Dezember schon, der war sofort bestellt. Ja, wurde im ersten Quartal soll er ausgeliefert werden, Anfang des ersten. Amerika ist anderer Markt. Ja, genau. Und Europa soll kommen jetzt erste Quartal bestellbar, ab Januar bestellbar und dann lieferbar bis März, April. Also hier ist noch keinerlei Info, auch kein Preis, kein gar nichts. Ja. Bestellen kann man, wenn man das jetzt schon mal gerade an das Thema bestellen kann man hier den E-Niro. Ja. Wir haben hier schon, also meinen Kollegen, ich mache das ja hier freiberuflich. Mein Kollege hat schon zwei verkauft und wenn dann volle Hütte alles. Ja. Gerade ins Bestellsystem geguckt, in die Varianten, das ist jetzt kein Witz, das ist echt, heute bestellen würde 21 kW hier sein. Ja. In Schwarz, so drei Farben sind darunter, die da steht, 21 kW eintreffend hier. Mhm. Ja, heute bestellen. Wie viele das sein werden in 2, 3 Monaten, weiß man nicht. Ja. Aber jetzt live, gerade ein Kollege reingeguckt, 21 kW heute bestellt. Was die Händler sagen, das ist eine Woche nach der Vorstellung, nach dem Vorstellungstermin, deswegen werden sie wahrscheinlich auch vorher liefern. Ja. Also gibt es nicht und wenn jeder wartet, das ist klar. Oh, es gibt so wenige und ich brauche eine Einkupplung. Ja, Einkupplung hätten wir alle gerne, aber es wird erstmal keine kommen, die arbeiten zwar dran, aber Technik ist natürlich möglich und dran bauen und dran schrauben müssen auch können, weil die Bodengruppe ist ja vom gleich. Und den normalen. Aber da habe ich jetzt wiederum gehört, dass wohl nur die erste Charge nicht die Möglichkeit haben soll, aber mit der zweiten Charge soll es dann wohl kommen. Kia hat noch keine Äußerung von sich gegeben. Wenn die schreiben, die Homologation ist beendet, ich verstehe nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Der normale Hybrid hat die, der Plug-in hat sie, Bodengruppe, die Technik, das Eisen an dem Auto hier von unten ist das gleiche. Ja, das Problem wird sein, mit dem WLTP-Messzyklus müssen sie auch den Anhängerwert angeben, ne? Wenn sie einen Hänger ziehen. Nein. Nee, was? Da hat Kia im letzten Jahr eine Lösung gefunden, lustigerweise. Ach so? Wir können bei manchen Autos eine Anhängerkupplung bestellen, ab Deutschland. Ja. Nicht ab Werk, die kommt nicht aus der Produktion, sondern die kommt ab Deutschland, ab Importeur. Ja. Und das heißt, es läuft ja in Deutschland so ab. Zum Beispiel der Sportage kommt ja aus Celina Produktion. Ja. Kommt mit dem Schiff bzw. mit dem Zug nach Bremerhaven oder in die andere PDI-Zentrum, wird da für Deutschland sauber gemacht, macht die da in die deutsche Bedienungsanleitung rein. Und so Sachen wie Türbeleuchtung, wenn man die Tür aufmacht, Vorfeldbeleuchtung und so Geschichten, Fußmatten werden reingelegt. Und da wurde bisher auch Anhängerkupplung montiert. Ja. Dann kriegte der Händler die, wenn er die da bestellt hat. Ab Werksproduktion ist das nicht drin. So, und dann haben die das WLTP vorausschauend so gelöst, die Vormontage der Anhängerkupplung musstest du bezahlen. Die bauen E-Satz rein, machen alles blank, alles vorbereiten, legen die Anhängerkupplung, das Eisenteil in den Kofferraum und das baut der Händler dran, nach Zulassung war stand im Rundschreiben, wegen WLTP. Also so als haben Nachrüst sie im letzten Jahr gelöst. Nein, die Kupplung, die gleiche, die sonst hier festschraubt, legen sie jetzt in den Kofferraum. Ja. Der Händler schraubt sie fest, aber bitte nach
Zulassung. Okay. Sonst ist es eine Ordnungswidrigkeit. Ja. In dem Moment ist es eine Nachrüstung. Genau, man muss es nicht mehr messen. Sonst hätten sie jedes Auto messen müssen. Ja. Gleich reagiert, ja, man ist noch nicht gewöhnt. Er findet den Zündschlüssel nur nicht. Ich finde den Zündschlüssel nicht. Das hat man also gelöst, um das nicht deswegen die Autos alle zu prüfen. Ja. Wir kriegen dann berechnet etwas weniger Montage als Händler. Mhm. Und, aber die Reinigung lag im Kofferraum. Das war halt sonst wie LTP. So kann man es umgehen, okay. Ja. Wie gesagt, ab Werk ist es ja bei Kia nicht. Solche Sachen werden nicht in der Fabrik montiert. Ja. Die werden im PDI, man nennt das ja verlängertes Werkstor. Angenommen, wir kommen von Celina auf einem Zug, da fahren die, wenn ja per Zug transportiert, diese Europaproduktion nach Bremerhaven oder in das andere Ding. Ja. Und dann angenommen, ist ein Transportschaden irgendwas dran. Das wird ja dann in Bremerhaven im PDI gemacht, repariert. Und das ist nicht eine Reparatur, das ist Herstellung. Ja. Kann man als Händler auch nicht ablehnen, wenn man sieht, oh, da ist aber ein Schrammen, Farbtonunterschied, muss man damit Kia sich auseinandersetzen, das Auto ist produziert worden so. Und deswegen ist das wird alles in PDI gemacht und bei manchen auch Standheizung kann man bestellen bei Kia, wenn der Händler keine Zeit hat oder Lust, das selber zu machen. Hm. Standheizung bauen die im PDI-Center ein, die ganze Geschichte. Und wie gesagt, Kupplung auch, und dann kam letztens das Rundschreiben vor, was ist das, die legen die bei, was ist das für ein Quatsch, ist KD, weißt du was davon ist? Ich sage, ja, frag mich doch einfach, ich werde das natürlich lesen. Und das war also so. Und von daher, hier geht es darum, die müssen wahrscheinlich mal mit so einem, wahrscheinlich mal fahren damit. Was braucht ihr mit Kupplung? Aber dass man deswegen alle Kunden vergraut, die dann Fahrradträger drauf machen wollen, ist mir zu hoch. Das muss ja nicht unbedingt einen Hänger ziehen. Die meisten nehmen den Fahrrad. Beim Hyundai Ioniq gibt es ja die Hängerkupplung, speziell nur für Fahrradträger. Die hat dann so einen Korb ringsrum. Ja, ne? So, dass du wirklich nur die Vierkantkupplung reinkriegst, also dieses Maul vom Fahrradträger. Würde erstmal reichen für, ich sag mal, 80%. Genau. Aber die muss ich, ob die dann auch in die Prüfung fahren muss, also in WLTP, weiß ich nicht. Und wenn, dann ist es so, wenn ich mit einem Model X hier, der Björn fährt doch mit so einem Anhänger durch Norwegen, der braucht dann auch 50% mehr, aber dann ist das eben so. Na gut, macht er jetzt nicht mehr, ne? Nee, aber sag mal, ich glaube, gibt ja so ein Video, ich auch gedacht, was hat er mit seinem Anhänger da? Nee. Jetzt weiß ich warum. Der fährt ja nicht mehr mit dem Matas. Aber er hat ja dann auch da die Werte aufgeschrieben, ist klar, dass er mehr braucht, aber warum mache ich das jetzt nicht? Warum sage ich keinem, jo, Fahrrad für Fahrradträger kommt was? Ja. Die denken einfach nicht dran. Machen wir hier einen Cut. Genau. Vorab nehmen wir gleich wieder. So, das können wir nicht noch weitermachen, gleich ganz klar.